Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wir berichten hier häufig jede Woche über Dinge, die nicht gut laufen in unserem Land. Hauptsächlich über die Bundesregierung und über den ideologischen Irrsinn der Grünen Partei. Viele Dinge, die diese Leute machen, schaden diesem Land, schaden den Menschen, die in diesem Land arbeiten. Das ändert aber nichts daran, dass trotzdem Millionen Menschen jeden Morgen früh aufstehen und voller Freude, voller Leidenschaft zu ihrer Arbeit gehen. Und auch über diese Menschen wollen wir berichten. Auf Social Media habe ich vor einigen Wochen einen jungen Mann entdeckt, der mich beeindruckt hat. Er nennt sich der Spezi-Metzger. Alexander Richter ist 22 Jahre alt und Metzgermeister, seit er 20 ist. Jeden Morgen steht er um 4 Uhr auf und geht in seine Metzgerei, die er auf Instagram, auf Facebook, zu einer der berühmtesten Metzgereien in Deutschland gemacht hat. Zehntausende, hunderttausende Menschen folgen ihm. Manche seiner Videos von Met, von Steaks, von Bratwürsten, die er alle selber macht in dieser Metzgerei mit seiner Familie. Viele dieser Videos schauen sich Millionen Menschen an. Wir haben also beschlossen, nach Wolfsdorf zu fahren, in der Nähe von Helmstedt, im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet, und Familie Richter zu besuchen und sie zu fragen, warum steht ihr so gerne morgens früh auf? Warum liebt ihr es zu arbeiten? Was macht euren Familienbetrieb so besonders? Das, was wir dort vorgefunden, das, was wir dort gesehen haben, ist eine zutiefst beeindruckende, herzerwärmende Geschichte, wie es sie millionenfach in diesem Land gibt, von einer deutschen Familie, die jeden Morgen aufsteht um 4 und gemeinsam zur Arbeit geht. Und diese Geschichte würde ich Ihnen gerne erzählen. Alex, wir sind ja heute beim Spezi-Metzger in Helmstedt oder? In Wolfsdorf. 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 Ja. Wir sind auf euch gekommen, weil wir auf Bildern, auf deinen Social Media Videos das Gefühl hatten, du und deine Familie, ihr liebt Arbeit. Ihr liebt eure Arbeit. Kann man so sagen, ja. Wir sind eins mit unserem Beruf. Erzähl uns was, was euch besonders macht. Besonders macht uns vor allem auch einfach, dass wir authentisch sind. Wir verstellen uns nicht fürs Internet, sondern wir machen einfach genau das im Internet, was wir auch hier vor Ort zu dem Kunden rausbringen. Wir sind einfach ehrlich zu dem Kunden und zeigen einfach genau unser Ich auch im Social-Media-Bereich. Und das ist einfach dieses Authentische. Erzähl einmal sozusagen die Aufstiegsgeschichte der letzten Monate oder anderthalb, zwei Jahre auf Social Media. Was ist da passiert? Ihr seid riesig auf Instagram, ihr seid riesig auf TikTok. Hunderttausende Leute gucken sich an, wenn du Matt präsentierst. Warum? Also mein Vater hat schon unseren Facebook-Account seit, müsste ich jetzt lügen, ich glaube 11 oder 12 Jahren, also schon einiges an Zeit. Wir haben dort immer nur unsere Wochenangebote gepostet mit 2.000, 3.000 Followern, also nicht der Rede wert groß. Und haben dann irgendwann vor 2022, genau, vor 2 Jahren haben wir angefangen, mal so ein Fleischkäse-Video zu hochzuladen. Wenn ich mir das jetzt heute angucke, lache ich über mich, weil das kann man sich eigentlich nicht geben. Und diese Videos kamen richtig gut an auf Facebook. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, am Anfang, das kann nicht sein, das ist fake, das muss irgendwer geklickt haben, das hat irgendwer gepusht, das sind nicht wir, das ist fake. Und dann kam das aber wiederholte Male, nachdem wir die Videos hochgeladen haben, immer wieder gut an. Und dann haben wir, oder beziehungsweise habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, weißt du was, wenn das auf Facebook gut ankommt, was haben wir denn zu verlieren, wenn wir das auf Instagram oder TikTok hochladen? Ja, dann habe ich da auch kurz sagen, schnell einen Account gemacht, wie man es halt schnell macht, auch Handy rausgeholt, Account gemacht, hochgeladen, kam an. Klar, wir hatten irgendwo, sage ich mal, 50.000, 60.000 Zuschauer vielleicht, aber es war nicht so, dass wir die enorm viel Follower hatten. Das Ganze hat auch so ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis die Follower so gestiegen sind. Und letztes Jahr, so im April, Mai, ging es dann auch los, dass die Leute wirklich hierher gekommen sind. Also wirklich deutschlandweit hierher gekommen sind. Hunderte Kilometer. Also wirklich hunderte Kilometer. Nur um euer Met zu kaufen. Regelmäßig hierher gekommen sind. Genau, um unser Met oder Fleischkäse halt zu kaufen. Ja. Oder Haxen, habe ich gelernt. Oder Haxen, genau. Und das wurde immer mehr.
Und dann so letztes Jahr zum Herbst hin, dann wurden so die ersten digitalen Medien auf uns aufmerksam und haben angefangen, Beiträge bei uns zu machen. Und dadurch ist es dann nochmal, da kam nochmal so ein richtiger Push. Und dadurch ist das Ganze wirklich explodiert und es reißt nicht ab. Dein Uropa war Metzger, dein Opa war Metzger, dein Vater ist Metzger, ihr arbeitet hier zusammen. Genau. Du bist Metzgermeister mit 22. Richtig. Seit zwei Jahren aber seit schon, zwei also Jahren. Mit 20 genau. Metzgermeister geworden. Logischerweise heißt das, euer Leben dreht sich nur um Fleisch. Unser Leben dreht sich nur um Fleisch, genau. Met, Leberwurst, Schinken, komplettes Steaks, Programm. Koteletts, alles. Genau. Man liest immer wieder, wir sollen weniger Fleisch essen. Und ist das überhaupt richtig, Fleisch zu essen? Was sind deine Gedanken dazu? Meine Gedanken sind dazu, ausgewogen ist wichtig. Weniger Fleisch, mehr Fleisch, schwierig, ausgewogen. Man muss eine ausgewogene Ernährung haben. Man muss seinen Fleischanteil haben, weil Fleisch gibt dem Körper gesättigte Fettsäuren. Die setzen nicht so schnell an wie andere Fette, die der Körper zu sich nimmt durch andere Produkte. Eine reine fleischlose Ernährung ist auch nicht so gut. Man kann es machen, es gibt Ergänzungsmittel, aber Ergänzungsmittel sind Ergänzungsmittel. Brauchen wir nicht drüber reden. Der Mensch ist ein Allesfresser. Der Mensch ist ein Allesfresser. Und der Mensch braucht Fleisch. Es hört sich immer blöd an, aber der Mensch braucht auch Fisch, der Mensch braucht auch Gemüse, der Mensch braucht Obst, der braucht alles. Und deswegen sage ich immer, ausgewogen ist wichtig. Und ihr seid nun eine Metzgerei in einem kleinen Dorf, sozusagen am Rande einer kleinen Stadt. Welche Bedeutung, welche ja auch gesellschaftliche Bedeutung hat so ein Laden für das Dorf, aber hat eben auch Fleisch, hat Grillen, was hier im Sommer los? Das ist ja was heute oft verloren geht in der Debatte, dass es nicht nur darum geht, Fleisch essen zu wollen, sondern dass zum Beispiel beim Thema Grillen, dass das für unsere Gesellschaft auch immer noch was ganz Besonderes ist. Ja, klar. Punkt eins, wir sind irgendwo, sag ich mal, schon so ein Anlaufpunkt hier im Ort. Die Leute reden über Wolfsdorf, denken gleich an uns. Das ist ja auch das, was wir irgendwo wollten. Wir wollten, dass die Leute im Prinzip sehen, sag ich mal, ey, Wolfsdorf, das ist doch der Schlachter. Das ist doch der, der da im Internet so präsent ist. Und das haben wir irgendwo geschafft. Wir haben, sag ich mal, Wolfsdorf bzw. den Spätzmesker als Punkt auf die Landkarte gesetzt. Ne? Und es ist natürlich auch, gerade im Bereich Grillen, gehen wir dann auch wirklich komplett, wir bauen die Theken dann wirklich zum Wochenende gerade stark wirklich auf Grillsortiment um. Wir haben dann von auch vegetarische Spieße bis Hähnchenspieße bis riesengroße Schaschliks. Wir haben alles, wirklich die komplette Produktpalette bieten wir unseren Kunden an. Ob es jetzt hier im Hintergrund das Dry-Aged-Beef ist, wirklich, wir versuchen dem Kunden alles zu bieten. Was bedeutet Menschen das Grillen? Was bedeutet Menschen das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, den vielen Menschen bedeutet es auch ein Stück weit irgendwo Freiheit, weil erstmal man hat und was Gesellschaftliches. Man ist oft mit Freunden zusammen, man ist mit der Familie vielleicht zusammen. Und ich glaube einfach, dass es dieses Gemütliche, gerade im Sommer, man sitzt auf der Terrasse, man grillt, trinkt ein Bier meinetwegen noch zusammen oder ein Wein oder sowas. Und das ist einfach diese Gesellschaft. Und dieser Gesellschaftsaspekt ist da wirklich, glaube ich, bei den Leuten groß mit dabei. Gibt immer wieder große politische Debatten, ist Fleisch zu billig in Deutschland? Muss es nicht eigentlich teurer sein? Soll gerade teurer werden? Gibt es eine Tierwohlabgabe, soll das heißen? Ein gewisser Centbetrag pro Kilo, um Fleisch nochmal bewusst teurer zu machen. Was denkst du, ist Fleisch zu teuer in Deutschland, zu billig in Deutschland? Ist es genau das, was Leute bezahlen wollen? Sollte es teurer sein? Sollte man Leute versuchen, von Fleisch wegzubekommen, indem man es teurer macht? Was denkst du darüber? Fleisch ist ein Massenprodukt in Deutschland geworden. Und da ist dann wieder das Problem, weil wir sind verwöhnt. Wir bekommen es zu jeder Tages-Nachtzeit überall. Du gehst irgendwo hin, ich brauche ein Kilo Nacken. Dann bekommst du diesen Kilo Nacken. Es wird keiner zu dir sagen, nein, kriegst du nicht. Und da ist dann dieses Problem der Wettbewerb. Da versucht jeder, sich irgendwie zu unterbieten und versucht irgendwie den Preis von dem anderen zu drücken, damit derjenige zu einem kommt. Aber ich sehe das so, gerade bei unseren Tieren, wir haben Strohschweine. Die sitzen länger, die haben eine artgerechte Haltung, gerade für Tiere. Klar, das Fleisch kostet uns im Einkauf mehr. Aber dafür kriegt der Kunde auch am Ende des Tages ein besseres Produkt. Als Beispiel, er legt einen Schnitzel in die Pfanne, das bleibt von der Größe gleich. Das schrumpft nicht, das bleibt gleich. Und gerade auch, man merkt es entweder beim Schweinefleisch oder beim Rindfleisch extrem. Gerade auch beim Rindfleisch legen wir auch viel Wert darum, dass wir hier Tiere aus der Region kaufen. Wir lassen beim Kollegen im Nachbarort unsere Rinder mitschlachten.
Und das sind alles regionale Tiere. Sind Leute bereit, für Fleisch gutes Geld auszugeben? Ja, definitiv. Das ist, kann man ganz kurz und knapp beantworten, ja. Wenn man es ihnen erklärt, warum es besser ist oder was braucht es dafür? Man muss den Leuten sagen, man muss den Leuten eine Geschichte erklären oder erzählen können für das Fleisch. Weil die Leute wollen wissen, wo kommt das Fleisch her, wo wurde es gehalten, wie wird es geschlachtet. Früher hat das keinen interessiert. Heute ist es aber wirklich so, die Leute wollen eine Geschichte zu dem Stück Fleisch, was sie auf dem Teller haben. Und die bekommen sie bei uns. Und dann sind sie auch bereit, sozusagen hier einzukaufen und dann ja am Ende deutlich mehr zu zahlen, als wenn man jetzt im Supermarkt oder gar beim Discounter Fleisch kauft. Ja, natürlich. Die Leute sehen dann gut, das Fleisch ist qualitativ hochwertiger. Die haben die Geschichte zu dem Tier. Zum Beispiel bei uns können sie auch genau wissen, in welchem Stall das Tier gestanden hat. Zum Beispiel, wir haben einen Bauern im Harz. Da können die Leute auch anrufen, sagen, passt das, können wir hinkommen, können wir gucken. Ja, und das ist halt auch ein großer Vorteil. Und das kann man im Discounter schlecht nachvollziehen. Klar, man hat irgendwo durch diesen QR-Code alles, das ist alles rückverfolgbar. Gar keine Frage. Aber du kannst es nicht so machen wie im Handwerk. Es geht einfach nicht. Hast du das Gefühl, dass in der Politik zu schlecht über Fleisch geredet wird? Es wird madig geredet. Es ist aber gar nicht so madig, wie es ist, wenn man das Produkt Fleisch nicht als Produkt, sondern als Lebewesen ansieht. Ich persönlich sehe das so, ich stehe morgens auf, ich verarbeite das Fleisch und ich habe aber immer im Hinterkopf, es ist ein Lebewesen gewesen. Das heißt, ich behandle es so lange mit Respekt, bis der Kunde es bei mir kauft. Und ich finde, so sollte einfach jedes Lebensmittel, gerade auch Fleisch, wofür wir müssen immer daran denken, das Tier hat das Leben für uns gelassen. Und ich denke, wir sollten das einfach mit Respekt behandeln. Ihr seid ein Familienbetrieb. Dein Vater arbeitet hier, du arbeitest hier, deine Mutter arbeitet hier, deine Schwester arbeitet hier, deine Freundin, Lebensgefährtin, arbeitet hier. Was ist das Besondere an so einem Familienbetrieb in Deutschland? Ich sage immer so schön, Blut ist immer dicker als Wasser. Als Familie, man hält ganz anders zusammen, als wenn man externe Personen noch mit reinbezieht. Und gerade als Familie ist man dann einfach zusammengerauft. Klar, wir brauchen nicht drüber reden, man streitet sich, es fliegen die Fetzen und das auch oft genug, gerade wenn man Tag und Nacht zusammenarbeitet gefühlt und auch zusammen lebt irgendwo. Es fliegen die Fetzen, aber man verträgt sich auch wieder, man kommt wieder zusammen und das ist einfach das Schöne am Familienbetrieb. Ihr seid jetzt besonders durch deine und durch eure Social-Media-Aktivitäten in den letzten anderthalb, zwei Jahren enorm gewachsen. Mhm. Trotzdem gibt es wirtschaftliche Herausforderungen im Moment. Es gibt die Energiepreise, es gibt das Thema Personal. Kriegt man genug Personal? Wie betrifft das euch? Also gerade Thema Personal betrifft uns das sehr. Also wirklich Thema Personal ist bei uns riesengroß. Wir haben ja noch eine Filiale in einem Kaufland-Center. Die müssen wir halt zum Beispiel von morgens um 17:30 bis abends um 20 Uhr dauerhaft besetzen. Und da kannst du nicht mit einer Schicht fahren. Da musst du 2 bis 3 Schichten fahren. Und gerade das abzudecken über diesen gesamten Zeitraum, das ist das Schwierige, weil wer möchte noch freitags arbeiten oder freitags abends arbeiten? Wer möchte samstags generell arbeiten? Ne? Ja. Da versucht man dann auch, da sind wir jetzt aber auch dabei, gerade umzustrukturieren und mehr Personal einzustellen, damit wir dem Personal, was wir haben, mehr freigeben können, dass wir, sage ich mal, wir haben 5-Tage-Woche ist sowieso bei uns Standard, aber dass man gerade auch vielleicht sogar noch eine 4-Tage-Woche hinkriegen könnte, ja, gerade in diesem Bereich, dass man Personal einstellt, aber es ist schwierig momentan, es ist wirklich schwierig, weil auch keiner mehr ins Handwerk gehen möchte. Wenn man so aus so einer Arbeitsfamilie kommt, ja, wo alle, wir haben uns das hier angeschaut, wo alle den ganzen Tag da stehen und arbeiten, und man sagt, okay, wir brauchen jetzt für die und die Position würden wir gerne jemanden einstellen und man findet einfach keinen. Obwohl man ja weiß, es gibt eigentlich genug Leute, die arbeiten können, aber aus irgendwelchen Gründen, Bürgergeld, ja, nicht arbeiten wollen. Wie blickst du auf das Thema Bürgergeld? Schwierig. Ich glaube tatsächlich, mein Aspekt ist, der Staat zahlt zu viel. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ganz kurz erzählt, einen Gesellen, der hat hier gearbeitet, hat einen super, wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht, ein super Mensch. Der hat aber zu uns gesagt, nach 2 Monaten, wenn er zu Hause ist, Bürgergeld bezieht, noch nebenbei auf 520 Euro Basis irgendwo jobben geht, weil er alleinerziehend ist, hat am Ende des Tages mehr Geld raus, als wenn er Vollzeit arbeiten geht. Und da finde ich dann wieder, man sieht ja auch oft die Vergleichstabellen, Bürgergeldempfänger zu Arbeitnehmern.
die Abgaben passen irgendwo, es passt irgendwo, das Verhältnis passt überhaupt nicht. Für Leute, die wirklich arbeiten gehen, die auch wirklich wollen, ist halt das Schwierige, die kriegen das nicht raus, was eigentlich fair wäre. Das ist einfach so. Es gibt ja Millionen fleißige Leute wie euch, die entweder einen eigenen Betrieb haben, selbstständig sind, Leute beschäftigen oder angestellt sind und die das alle ja sehen. Mhm. Und die alle das Gleiche schildern, egal ob im Handwerk oder in der Gastronomie, in allen Bereichen sagen Leute, es suchen Millionen Menschen Arbeit, aber keiner will anfangen zu arbeiten. Warum versteht die Politik dieses Problem nicht, obwohl so viele Leute das so offenkundig schildern und benennen wie du? Also die Frage ist natürlich, wollen sie es nicht verstehen oder verstehen sie es wirklich nicht? Das ist die große Frage, glaube ich. Ich glaube, die versetzen sich zu wenig in den Mittelstand. Glaube ich, da liegt das große Problem. Das wird einfach zu sehr vernachlässigt. Was ist das Wichtigste, was du sozusagen als Mittelstand in vierter Generation für den Mittelstand sagen kannst? Was ist für den Mittelstand wichtig, damit es gut weitergeht? Wichtig ist, man darf nicht den Glauben verlieren. Es ist wirklich, das ist das Allerwichtigste. Man darf nicht den Glauben verlieren und man muss mit Herz, das ist ganz wichtig. Herz und Leidenschaft seinen Beruf machen. Und dann können wir auch den Mittelstand so weiterführen, wie es jetzt ist und auch vor allem noch weiter pushen. Was sind die Umstände, die dafür gegeben sein müssen? Was mit Energiepreisen? Ja, Energiepreise steigen, gar keine Frage. Wir brauchen darüber nicht reden. Das ist, Energiepreise steigen bei uns, die steigen überall. Wir zum Beispiel haben jetzt viel Geld investiert in eine Solaranlage. Da wir im Sommer über schon darüber wirklich viel Strom einsparen konnten vom Einkauf her, wollen das auch noch erweitern, weil wir die Dachfläche haben dafür. Klar, viele Betriebe haben diese Dachfläche nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir versuchen halt über sowas dann irgendwie schon unseren Stromeinkauf zu reduzieren. Thema Herz und Leidenschaft. Was macht euch da besonders? Uns macht da besonders, dass wir und vor allem wir sind alle mit Leib und Seele bei unserem Beruf dabei. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was man auch sein muss, um diesen Beruf oder generell Handwerksberufe zu machen. Man muss das mit Herz und Leidenschaft machen. Egal, was du machst, mach es mit dem Herzen. Mach es wirklich mit dem Herzen und dann nimm den Verstand dazu. Ja, das ist immer so. Ich möchte hier ein schönes Produkt haben. Das Produkt muss vernünftig sein und wir passen auch gegenseitig auf uns auf. Zum Beispiel, ich persönlich finde es super klasse, ich komme morgens her. Ich habe als Beispiel, ich habe ein halbes Schwein, ich zerlege das morgens und am Ende des Tages sehe ich die Produkte, die ich hergestellt habe. Und das ist einfach, das freut mich jeden Tag und dann am Ende des Tages freut sich der Kunde, wenn er dieses Produkt kauft, freut sich zu Hause über dieses Produkt genauso, wie ich mich darüber freue. Und das ist einfach dieses, dass ich das einfach super gerne mache. Ne? Das ist einfach, und das zeichnet uns auch aus, dass wir das einfach mit Leidenschaft machen. Du bist 22 und hast ein Handwerk gelernt und bist Meister. Genau. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit hinter. Das stimmt. Und wir hören immer wieder, dass junge Leute nicht mehr in diesem Beruf wollen, dass es Nachwuchssorgen gibt. Es gibt auch viele Metzgereien in Deutschland, die schließen, weil es gar niemanden mehr gibt, der es übernehmen will. Wo ist das Problem? Warum will niemand mehr in so großen traditionellen Handwerksberufen arbeiten? Das ist ganz einfach erklärt. Und zwar früher, so in 70er, 80er, 90er Jahre auch noch, gab es viele Leute, die noch Handwerk freiwillig oder gerne gelernt haben. Und da gab es aber so viele, dass man sich im Prinzip keine Gedanken über das Personal generell gemacht hat. Es wurde viel kaputt gemacht zu der Zeit. Im gesamten Handwerksbereich. Die Leute mussten buckeln und Rücken kaputt. Und man, wie oft sieht man jetzt die Leute, die so Mitte 40, Anfang 50 sind? Der Rücken ist kaputt. Das sind viele Leute, die im Handwerk gelernt haben oder gearbeitet haben. Und das ist einfach der große Punkt, warum viele immer noch dieses Bild im Kopf haben, Rücken kaputt und hier und da und Geschrei den ganzen Tag und was weiß ich nicht was. Es ist es nicht mehr. Es ist viel, viel anders geworden. Man setzt heutzutage sehr, sehr viel auf Maschinentechnik, dass man auch körperschonend arbeiten kann. Ja. Glaubst du, es ist ein Mentalitätsthema, dass diese Berufe nicht mehr so beliebt sind, dass man, wie gesagt, Homeoffice oder lieber was studieren, dass mehr studiert wird und sozusagen die Berufe, wo man anpacken muss, auch sozusagen viel lernen muss, dass die nicht mehr so gefragt sind? Ja, ich glaube schon, dass es ein großes Mentalitätsproblem ist.
weil viele einfach gar nicht mehr wollen, die wollen gar nicht mehr arbeiten. Die wollen wirklich, ich sag mal, viele jetzt an meinem Beispiel, es hört sich blöd an, ich werde TikTok-Star. Ja, aber es ist... Du warst ja erst Metzger und dann TikTok-Star. Genau, ich habe was Handwerkliches gelernt, ja. Ich habe es aber immer noch gemacht. Ne? Das ist ja auch nicht, es heißt ja auch nicht, nur weil man Handwerk lernt, kann man nichts aus seinem Leben machen. Das ist, viele sagen immer, na, wenn du nichts machst, dann machst du Fleischer. Du kannst sowieso nichts werden. Doch, man kann sich weiterbilden. Guck mal, als Meister, du hast die Chancen. Du kannst auch studieren gehen jetzt als Meister. Obwohl ich habe kein Abitur gemacht. Ich habe einen klassischen Hauptschulabschluss gemacht. Habe da meine Lehre gemacht, habe meinen Meister gemacht. Ich könnte jetzt aber auch Bereich Lebensmitteltechnologie studieren. Bin ich aber nicht der Typ zu, weil ich keinen Bock zum Lärm habe. Das sage ich auch so, wie es ist. Aber wir stehen mit einem Handwerksmeister alle Wege offen. Und das deutsche Handwerk ist das angesehenste Handwerk auf der ganzen Welt. Und was, ich meine, du bist ja 22, was ist da los, dass diese Form von Arbeit, diese Form von Handwerk offenkundig nicht mehr ja, so beliebt ist, so gesellschaftlich anerkannt ist? Warum lieber TikTok als Metzger oder Tischler? Weil es entspannter ist. Man sitzt zu Hause, macht vielleicht schnell mal ein TikTok, man tanzt irgendwas oder keine Ahnung, man braucht ja nur irgendwas doof Quatsche, sage ich jetzt mal. Und du hast viele Menschen erreicht. Und du kannst damit ja auch Geld verdienen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber, und dadurch ist, glaube ich, das große Thema, dass die Leute lieber auf sowas Lust haben. Was ist für dich, jetzt mal sozusagen für die Fleischliebhaber, die uns zuschauen, das schönste Fleisch? Gegenfrage zum Grillen? Ja, zum Grillen. Fangen wir mal mit Grillen an. Ich persönlich, also ich bin eher der klassische Typ. Ich esse was Fleisch zum Grillen, esse ich eigentlich alles, aber ich bin echt der klassische Typ. Ich mache mir auch einfach nur mal so einen Nackensteak, schönen Nackensteak mariniert, reicht mir völlig aus. Aber wenn ich so auf Rindfleisch mäßig, ich bin so eher der klassische Ribeye-Typ. Großartig. Und was für ein Ribeye? Wie zubereitet? Also wir zum Beispiel nehmen ja nur Angustiere, ja. Und ich mache dann gerne die Rückwärtsmethode. Rückwärtsmethode heißt, erst schonend das Fleisch auf eine gewisse Kerntemperatur garen und dann scharf angrillen auf dem Grill. Okay. Dass man im Prinzip rückwärts gart, viele kennen das ja, scharf angrillen, ja. Ruhen lassen. Im Prinzip andersrum. Man gibt dem Stück Fleisch erst Zeit und dann Feuer. Was macht das besser? Das Fleisch ist entspannter beim Grillen. Du hast im Prinzip, und vor allem ein großer Vorteil ist es noch, man hat, wenn man zum Beispiel vorwärts ein Stück Fleisch auf Medium garen möchte, hat man eventuell immer so einen grauen Rand. Ja. Und wenn man das rückwärts macht, hat man diesen grauen Rand nicht, weil wir im Prinzip gleichmäßig das Stück Fleisch garst, langsam, und dann Feuer braun machen. Und das geht ganz schnell. Wie viel Grad Kerntemperatur braucht man rückwärts beim Medium, bevor man es auf die Hitze zieht? Also ich gehe gerade bei so einem Ribeye, weil man da ja auch nicht so ein dickes Stück hat, sondern man hat eine anständige Scheibe bei 300 Gramm jetzt ungefähr, gehe ich auf 48 bis 49 Grad Kerntemperatur maximal. Runter, also aus dem Ofen raus oder aus dem Grill, wenn man es rückwärts gehabt hat, runternehmen, ja. Dann den Grill richtig hochheizen. Das, was er hermacht. Ja. Holzkohle, nochmal ein bisschen was nachschmeißen, Gas, volle Pulle aufdrehen. Und dann wirklich nur noch jede Seite maximal 90 Sekunden angrillen. Und dann hat man im Endeffekt am Produkt so 52 Grad im Kern. Und das ist dann optimal. Okay, gut, das muss ich ausprobieren. Nicht grillen. Was ist da dein Schönstes? Nicht grillen. Bin ich, glaube ich, auch der klassische Typ. Ich esse gerne Schnitzel. Ja. Schnitzel, meinetwegen noch Halbschnitzel oder? Nee, klassisches Schweineschnitzel. Okay. Außer Oberschale schön geschnitten. Für mich persönlich Oberschein-Schnitzel. Leicht angeklopft, schön paniert, eine schöne Panade. Schön in eine Pfanne, schön in Fett, richtig schön gebraten. Meinetwegen noch ein paar Bratkartoffeln dazu. Da bin ich schon glücklich. Was, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, aber was bedeutet dieser Ort, diese Metzgerei für eure Kunden und euren Kunden? Wir sagen immer zu den Leuten, fühlt euch wie zu Hause. Das ist immer unser Standardspruch. Wir bauen ja jetzt auch den Laden um und wir wollen einfach noch mehr familiäres Umfeld für die Kunden schaffen. Die Leute sollen reinkommen, die sollen sich zu Hause fühlen. Und das ist einfach, die Leute sollen sich wohlfühlen. Wir wollen nicht dieses klassische Einkaufserlebnis haben, sondern die Leute sollen hier reinkommen, die sollen sich wohlfühlen und die sollen hier auch gerne sein. Und vor allem sollen die auch meinetwegen auch gerne Zeit hier verbringen. Ja? Und das ist einfach das, was wir schaffen wollen für den Kunden. Was sind die Umstände, die ihr braucht, wirtschaftlich, politisch in diesem Land,
um so arbeiten zu können, wie ihr gerne arbeiten wollt? Das ist eine richtig gute Frage, klar. Wahrscheinlich würde ich eher sagen, dass wir in die Richtung auch wieder gehen mit Bürgergeld, dass man vielleicht sagt, wirklich die Leute, die zu Hause sind und einfach gar keinen Bock haben zu arbeiten, dass man die vielleicht nicht so sehr unterstützt vom Staat her, wie Menschen, die wirklich nicht können. Weil es gibt genug Leute in Deutschland, die wirklich nicht arbeiten können. Die können es einfach nicht. Es gibt aber auch genug, die wollen einfach nicht, weil sie keinen Bock haben. Und da sehe ich einfach, wenn man uns oder wenn man generell dem Mittelstand einfach diese Möglichkeit gibt, mehr Personal einzustellen, fähiges Personal einzustellen, hat man einfach viel mehr Chancen, noch irgendwie was zu schaffen in diesem Land. Wenn ihr jetzt eine Stellenausschreibung macht oder eine Verkäuferin sucht oder so, was erlebt ihr dann da? Unterschiedliches. Wirklich, wirklich vieles unterschiedlich. Die meisten, viele kommen, ja, ich muss mich vorstellen. Dann weißt du schon, ja, ich muss mich vorstellen, der hat sowieso keine Lust, der macht es nur, weil er einen Brief gekriegt hat vom Agentur für Arbeit. Der macht es einfach, weil er muss. Ja. Du hast aber auch welche, die brennen auch so wie wir für den Job. Und da merkst du sofort, das kann was werden und die bleiben auch. Das merkst du sofort. Und da hast du halt wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Typen Mensch dabei. Klar, so mit den Jahren irgendwann merkst du schon beim ersten Eindruck, das wird was oder das wird nicht. Ihr seid ja nun in einem Bereich, ich weiß nicht, wenn wir jetzt über Verkäufer oder Verkäuferinnen sprechen, da sind Menschen, die verdienen nicht besonders viel Geld und die sehen, andere Leute arbeiten für das gleiche Geld gar nicht oder kriegen sogar noch mehr. Was ist so das, was du von den Leuten hörst, die bei euch arbeiten, die sagen, ich will auch arbeiten. Was denken die über diese Situation? Die denken da ähnlich drüber, weil die es unfair finden, sage ich mal. Ich sag's jetzt aus unserer Sicht, wir zahlen wirklich ein sehr gutes Geld an die Leute. Weil wir das so sehen, das Personal, was wir haben, das müssen wir uns sichern. Und das sicherst du nur zwischen Daumen und Zeigefinger. Es ist so, anders sicherst du Personal heute nicht mehr. Du sicherst es nur zwischen Daumen und Zeigefinger. Und das ist halt wirklich ein großer Aspekt, wo wir viel Wert drauf legen. Eine faire, wirklich faire Bezahlung gegenüber dem Mitarbeiter. Aber die sehen es auch ähnlich wie wir, dass sie sagen, ey, es muss was passieren. Was sind so die Arbeitszeiten, die ihr hier habt? Also, Als Familie. Ja, gut, als Familie. Mein Beispiel jetzt, ich fange morgens meistens so, ja, 10 nach 4, 20 nach 4 bin ich hier in der Firma. 20 nach 4. Also aufstehen, halb 4? Ja, ungefähr. Halb 4, dann trinke ich einen Kaffee noch zu Hause und dann fahre ich los. Nur eine kleine Achse? Ja, das nicht. Nee, aber als Familie bist du natürlich irgendwie 24-7, ne? Dann machst du mittags, ist der Betrieb sauber irgendwann dann so 14 Uhr ungefähr. Und dann machst du aber noch, dann gehst du in dein Handy. Und dann beantwortest du Social-Media-Anfragen, E-Mails, Angebote. Aber dann ist auch mal ganz schnell so ein Nachmittag nochmal rum. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Aber natürlich, Mitarbeiter, die fangen dann zum Beispiel unsere Verkäuferin, 5.30 Uhr ist Arbeitsbeginn, 6 Uhr macht der Laden auf. Und dann ist mittags aber auch Feierabend. Wofür macht ihr das? Also man muss ja, wenn man als Familie jeden Morgen um 4 Uhr anfängt zu arbeiten, eine besondere Motivation haben. Wir machen es ja irgendwo für uns. Es ist ja, ich sag immer so schön, es ist unser Baby, was wir hier aufbauen oder was wir hier geschaffen haben. Ich muss auch sagen, einfach, wir versuchen immer was Neues zu machen. Wir sind nicht so die Menschen, die jetzt sagen so, gut, wir haben jetzt auf TikTok 80.000 Follower, Instagram 60, 70, reicht, brauchen wir nicht weitermachen. Das sind wir nicht, wir wollen immer weiter nach vorne. Wir wollen mehr. Du musst aber auch aufpassen, dass du das Ganze, wir wollen mehr, nicht übertreibst, sondern dass du immer irgendwo auf dem Boden der Tatsachen bleibst, aber trotzdem nach vorne gehst. Also das ist so relativ schwierig. Was Neues machen, aber irgendwo auch unten bleiben. Ja, keine Höhenflüge erleben. Das ist auch ganz wichtig. Meine Beobachtung bei euren Videos, aber auch bei so Social-Media-Koch-Videos, die ich über die letzten Jahre natürlich immer wieder gesehen und verfolgt habe, ist, nichts lieben die Deutschen so sehr wie Matt und Huck. Ja. Matt und Huck gucken immer Millionen Menschen. Egal, was auch bei diesen Rezepten, wenn da Huck drin ist, 6 Millionen Views. Wenn kein Huck drin ist, 60.000. Ja. Bei Matt ist es bei euch ähnlich. Warum lieben die Deutschen so wahnsinnig Matt und Huck? Warum muss es durch einen Fleischwolf? Ja, genau. Was ist deine Erklärung? Das ist
Schwer, das ist richtig schwer. Ich glaube, das ist einfach so bei uns drin. Das ist einfach, das ist einfach so. Die Leute haben da Bock drauf, die finden das gut. Schmeckt das besonders oder ist es so besonders einfach oder weil das Oma und Opa schon gegessen haben? Wir sind eindeutig, wir haben Hack-DNA. Ja. Aber warum? Ich glaube, es ist einfach, es geht schnell. Man geht zum Bäcker, man geht zum Metzger, man geht in eine Tankstelle. Ich hätte gerne ein belegtes Mettbrötchen. Ja. Man kriegt es überall. Es geht schnell. Ja. Man saut sich nicht groß ein beim Essen. Alles riecht nach Zwiebeln danach. Es riecht nach, das stimmt. aber es geht relativ schnell und man kann es relativ schnell essen. Ja. Und man ist satt. Man ist gut gesättigt. Das stimmt. So, jetzt zum Abschluss. Die Grillsaison steht kurz bevor. Ja. Endlich. Ja. Also ich würde mal sagen, innerhalb der nächsten 2-3 Wochen könnte wieder angegrillt werden bei den Leuten, die nicht das ganze Jahr grillen, so wie wir. Was sind die großen Sachen für die nächste Grillsaison? Gibt es Trends oder ist es weiter Bratwurst, Nacken, Steak? Das ist schwer zu sagen. Also klar, man hat Trends, aber die klassischen Sachen überwiegen da. Bratwurst, Nackensteaks, Schaschlik, ein Sparrib als Beispiel. Aber es wird immer wieder neue Trends geben. Wir werden auch mit den Trends mitgehen, gar keine Frage. Das ist unser Job. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, es bleibt immer irgendwo, wo es ist. Kann man Matt grillen? Kann man machen, ja. Aber schmeckt nicht. Doch. Ja? Man muss es aber verändern. Also so, wie man es kaufen kann, Salz, Pfeffer, klassisch Gewürz, würde ich es nicht machen. Sondern? Wir zum Beispiel machen Mettaler. Da machen wir noch so eine Jägermix-Mischung rein. Da ist ein bisschen Paprika mit drin, ein bisschen Senfsaat mit drin. Und das mischen wir dann noch mit Ei und dann machen wir so eine Frikadelle auf dem Spieß, schön noch mit dieser Gewürzmischung gemantelt und dann grillt man noch mit. Großartig. Alex, vielen, vielen Dank. Da bin ich. Dankeschön.